Die Statistik sagt 10 Mom Kills und schon fast alle Endings. Fast. It Lives ist tot. Jetzt geht's noch eine Stufe tiefer. Es wird also noch mal schwieriger. Hui, das wird interessant. Ich bleibe bei Kane. Ich werde mit allen Charakteren mal spielen, ja? Mit Maggie, mit Judas, mit Eve, natürlich jetzt auch mit Blue Baby. Blue Baby ist eigentlich eine meiner ersten Aufgaben eigentlich, weil ich damit endlich den Dice frei spiele. Aber das werde ich erst machen, wenn ich mich wirklich dazu bereit fühle. Ich meine, so ein bisschen Skill ist jetzt schon da, ja? Ein bisschen, irgendwie muss ja, weil man tötet nicht It Lives, wenn man gar kein Skill hat, ja? Ein bisschen ist da, aber ich glaube noch nicht so viel, dass ich damit jetzt schon arbeiten kann. Lasst mich erstmal mit Kane das komplette Spiel mal durchspielen, das heißt inklusive Blue Baby, und dann können wir weiter gucken. Muss ich ja sowieso. Ja? Jo, also in diesem Sinne, Kane und ab die Post. Ein neuer Run, neues Glück. Ein Run mit einem Scheißhaufen. Ein sehr netter erster. Oh mein Gott. Oh, warte mal, das kannst du? Kannst du? Oder. Ich will. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Uiuiui, jetzt habe ich mal fast versaut. Uiuiui. Ups, ups, der Skelenki. Nicht, dass ich den in der ersten Ebene dringend bräuchte. Habe ich mir dann fast verkackt. Ich gucke aber trotzdem mal. Jetzt, wo ich den Skelenki habe, guck mal rein. Oh, der Kompass wäre so schön. Der Kompass wäre so schön. Aber 15 Coins jetzt auf die Schnelle kriegen, ist unwahrscheinlich. So. Ja, komm mal hier runter. Ja. Danke. Schlüssel. Nope, ich hätte gerne Bomben. Erwischt. Und dann... Ah! Ja gut, aber... War hier kein blauer Stein. Schauen wir mal hier rein. Das Sad Onion ist sehr geil für den Start. Und dann... Scheiße! 13 Coins! Boah, zwei mehr und ich hätte den Kompass in der ersten Ebene gehabt. Das wäre der Übershit gewesen. Das wäre der absolute Übershit gewesen. Schade. Schade. Na gut, habe ich Pech gehabt. Er kann ja nochmal kommen. Kampfraum werde ich nicht gehen. Das hat, ist, ja, mal gucken. Oh, Pin. Okay. Kampfraum werde ich nicht gehen. Das hat seine Gründe. Was heißt Kampfraum? Das ist, Seelenraum. Ich hasse dich hin. Ich hasse es, wenn man in den scheiß Typen reinläuft. Immer an der Wand stehen bleiben, ne? Kacke. Eventuell, wenn er jetzt ein Herz spawnt, kann ich in den Seelenraum gehen. Wäre eine Möglichkeit, ja. Oh, und HP ab. Sehr gut. Dann kann man ja reingehen. Vielleicht ist ja was drin. Wäre natürlich jetzt nice, wenn da jetzt zwei Coins rauskämen. Würde ich feiern. Oder es kommt direkt im ersten Raum die Bibel. Okay. Okay. Machen wir so. Machen wir so. Sehr interessant. Oh, wirklich eine Blutbank?
Da sind die zwei Coins, die mir gefehlt haben. Naja. Was soll ich denn? Bomben im Bossfight benutzen? Ich habe aber keine. Was soll das dann? Boah, komm. So, jetzt aber. Komm, jetzt haben wir das. Boah, das fiel aus. Na egal. Wollte jetzt. Ah, warte mal, ich kann eigentlich wirklich eine Bombe machen, weil hier ist ja ein blauer Stein. Jo, dann kann ich das ja sogar machen. Hätte ich auch gleich machen können. Egal. Okay, jetzt haben wir eine Menge Geld. Das machen wir aber zum Schluss. Das gucken wir uns zum Schluss an. Na komm. Komm. So. Missing Page ist zu Beginn besser als nix. Vorsichtig, nicht unbedingt direkt neben dir zerschellen lassen. War unnötig, egal. Das Unicorn tausche ich nicht gegen die Bibel, aber mal auf gar keinen Fall. Aber ich nehme es aus dem Container raus. So. Daran muss ich immer versuchen zu denken. War noch ein blauer Stein. Habe ich einen übersehen? In welchem denn? Oh, Tatsache. Hübsch. Hübsch. Zwei Seelenherzen. Vielen Dank. Gut. Jetzt haben wir zwar keine Bomben für den Geheimraum, aber vielleicht gibt es da nochmal welche. Oh Gott. Oh Gott. Really? Oh, komm, down, 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 down. Oh, wirklich? Und ein Seelenherz hat sich direkt verabschiedet. Scheiße. Ja, da fehlt mir jetzt halt die Bombe, ne? War im Shop eine? Ach, der Shop ist da unten. War ja noch gar nicht. Hallo, Kompass. Dankeschön. So. Ich brauche trotzdem noch eine Bombe. Aber wahrscheinlich. Ja gut, ich habe jetzt noch drei Coins. Wir können ja mal hier noch ein bisschen spekulieren. Ah, Left Hand. The Sun. Alter, was ein krasser Start. The Bibel, The Sun. Nicht kacke. Nicht kacke, muss ich sagen. Ja, ich habe keine Bombe. Nehmen wir die mal alle hier aus dem Container. Benutzen im Raum mit der Truhe die Bibel. Ah, das geht. Bibel brauchst du ja bis zum Marm nicht. Ob du da jetzt Aufladungen verschwendest oder nicht, ist klar. Ich guck trotzdem noch mal ganz kurz. Aha! Ich wusste nämlich gar nicht, was die Bibel für einen Effekt hat, wenn du nicht im Marmraum bist. Dann probieren wir das mal aus. Ui. Ja, gut. Da bleiben wir dann auf jeden Fall bei der Sun. The Blinded Ovum, den hatten wir schon mal, ne? Und den fand ich richtig, richtig kacke. Verschwinde hinter mir, verschwinde! Autsch. Ja, gut. Das ist jetzt... Jetzt kann ich es... Weh, es kommt wieder Errorraum. Aber Errorraum war nur eine 1%ige Chance, ne? Also das ist schon sehr ungewöhnlich eigentlich, dass man den kriegt. Ah, Bad Guess zweimal, really. Boah. Egal.
Ah, immerhin. Matthias ab. Ich kann ansonsten jetzt hier nichts mehr machen, ne? Ne, das hat sich gerade nicht gelohnt mit der Bibel, aber das ist nicht so schlimm. Ich überlege gerade, Coins habe ich nicht mehr, Bomben habe ich nicht. Ich bin sehr leer, was das angeht, muss ich sagen. Okay, so, erstmal hoch zum Itemraum. Oh, hier haben wir auch noch einen kleinen Champion. Die sind natürlich absolut harmlos, selbst in jeglicher Champion-Variante. Halten halt extremst viel aus. Die Fork. Hoffe ich auf Tränen oder versuche ich Schaden zu machen? Na, ich bleib mal beim Schaden. Fünfprozentige Chance, dass ich einen sehr, sehr, sehr hohen Schaden mache. Das ist mir jetzt mal lieber. Ich habe ja noch nicht mal Schlüssel, da brauche ich auch gar nicht zum Geheimraum gehen, fällt mir gerade auf. Ah, ja, klären wir gleich mal den Raum vorm Boss. Wo habe ich ein Glück, dass der... Ja, ein Glück, dass der gerade nicht einfach nach links abgebogen ist. Ah, gerade sehr viel Glück gehabt. Ich brauche einen Schlüssel. Definitiv einen Schlüssel. Gut, das war jetzt nicht ganz so wild. Ja, Bombe, 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 Bombe. Ich brauche einen Schlüssel. Ja, Dankeschön. Die beiden Räume interessieren mich ja sowieso nicht. Na gut, die sind jetzt nicht so wild. Aber doch, wenn der eine wieder außen rum rennt. Was schon machen? Oh, knapp. Komm, einer down. Zwei down. Oder? Na, nicht ganz. Oh, komm schon. Noch eine Bombe. Errorraumchance 6,66%. Alles klar. Aber es ist auf jeden Fall sehr gering. Und ich war drin. Läuft. Keine Chance. Obwohl. Dann kann ich kurz in den Kampfraum gehen und gucken. Und dann kann ich mir die Bibel ja wiederholen. Ich werde jetzt schon nicht das Pech haben und lasse mich nochmal in den Errorraum porten. Ja, das machen wir mal so. Das ist ja mal übertrieben geil. Oh mein Gott, die Kombination gerade aus dem Teleport ausgerechnet in diesen... Das war sehr, sehr geil. Das war gerade verdammt cool, Mann. Sehr gut. Dann können wir jetzt...
kann eh nichts machen, aber... Boah, die Tränen sind jetzt schon geil. Gib mir jetzt noch Cancer und das wird wieder ein Traum. Dann traue ich mir sogar Isaac zu. Boah, wäre das krass. Das wäre so krass. Okay. Die Kiste hole ich erst nach dem Boss. Ich gucke mir erst noch den Boss an. Gertie, okay, alles klar. Dann fliege ich nachher. Weil, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Es hätte nämlich auch ein richtig schlechter, richtiger Scheißboss werden können. Und dann hätte ich da die Bibel zum Fliegen eingesetzt. Aber mit Gertie war natürlich kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Ich habe jetzt schon... Tränentechnisch bin ich jetzt schon so krass dabei. Schaut euch das mal an. Hammer. Jo. Gertie. Shit, jetzt habe ich nie aufgepasst. Jetzt habe ich nie aufgepasst. Egal. Ein Teufelsraum. Shot Speed Up noch mehr. Okay, alles klar. Weder noch. Guppies Tail nehme ich, Guppies Pfote nehme ich nicht. Nope. Ich werde garantiert irgendwann mal einen Guppy Run versuchen. Aber nicht jetzt. Mal reicht es nicht, wenn ich hier eine Bombe hinlege? Oh ne, es geht nicht. Geht nur von der anderen Seite, verstehe. Jo, das hat sich nicht gelohnt, was soll's.